diesem Jahr haben wir einen Rekord. Es sind 43 Bühnen beteiligt, die insgesamt über 300 Programme präsentieren. Was gefällt Ihnen besonders an der Theaternacht? Dass eigentlich alle Leute, die man trifft, positiv eingestellt sind, aufgeschlossen sind. Man kann mit jedem klönen, man kann mit jedem sich verständigen. Und im Theater selbst hat man auch den direkten Kontakt zu den Protagonisten. Ja, dass man alles ausprobieren kann, so wenig Geld nur dafür bezahlt. Das war wirklich überwältigend. Also wir haben gesagt, das ist einfach wirklich der Hammer gewesen. Ja. Wir haben uns so köstlich amüsiert. Was uns auch gefällt, ist dieser Buszubringer. Man steigt einfach ein und kann von einem Theater zum anderen fahren. Ja. Tolles Programm, vielseitig, abwechslungsreich und super organisiert. Hier waren einfach auch mehr Leute, die vielleicht sonst nicht unbedingt ins Theater gehen würden, sondern einfach vorbeigelaufen sind und zugehört haben. Und das ist schon ganz cool, also, dass man vielleicht auch die Leute dafür begeistern kann, mal ins Theater zu gehen. Nächstes Jahr nochmal? Unbedingt. Auf jeden Fall.